Dallas, willkommen. Wir starten ja heute in die Woche 3. Wir hatten 2 Wochen Pause, weil hier bei uns in Deutschland, in Bayern, die Pfingstferien. Und ich hoffe, ihr habt alle die Inhalte dann vielleicht aus Woche 1 und Woche 2 nacharbeiten können. Ich weiß nicht, Doris, warst du auch fleißig? Hattest du auch noch was im Backlog oder? Absolut. Und wir waren auch richtig froh, dass es die 2 Wochen gab. Wir haben jedes Mal in der Lerngruppe getroffen und ja, haben uns sogar noch einen Extratermin gegönnt. Exzellent. Sehr gut. Dann seid ihr hoffentlich wieder auf Spur und im Plan. Ich würde einfach die Frage in die Runde nochmal stellen, ob es irgendwelche organisatorischen Probleme noch gibt, also ob irgendwas fehlt, ob Links nicht passen, ob es Feedback gibt, ob wir was besser machen können. Wenn so, dann gerne in den Chat, ne, so wie Boris fragt, den Link zu den Videos. Vielleicht kannst du den Link zu dem YouTube-Kanal nochmal posten. Ich kann dann auch nochmal zeigen, wo quasi die Quicklinks sind, wo ihr die alle findet. Das machen wir direkt. Leitfaden wird auf CC BY verwendet. Und an dieser Stelle auch gleich ein Feedback. Und zwar ist man in meiner Lerngruppe super froh, dass wir die Aufzeichnung machen, weil in vielen Fällen ist es ja so, dass es immer heiß kommt zur Live-Session und wenn du es dann nicht schaffst, dann hast du Pech gehabt und man ist super froh, dass man das bei uns hier nachhören kann. Ja, super, das ist schön. Das ist schön und ich habe mir auch noch auf der Liste stehen, ich wollte die eigentlich noch in die Kurzbeschreibung der YouTube-Videos Kapitelmarken setzen, sodass man über die Kurzbeschreibung auch direkt an die Stellen springen kann. Ich war jetzt nur auch 2 Wochen im Urlaub, deswegen habe ich das nicht mehr hinbekommen. Sobald ich Zeit habe, schaffe ich das hoffentlich und dann kann man im Video quasi auch zu den einzelnen Agendapunkten dann direkt springen und muss nicht die Stunde durchhören. Genau, der Wolf-Dieter schreibt noch, wie man den Leitfaden zitiert. Das stimmt, das Autorenteam steht da noch nicht drin, das wird man noch nachreichen. Im Moment reicht es, wenn ihr irgendwie einfach reinschreibt, LernOS-Community oder sowas. Ne, bei den CC BY-Lizenzen muss man immer so eine Quelle angeben. Aber es kommt vorne in den Leitfaden noch so eine Copy-Paste-Zeile rein, die man dann einfach rauskopieren kann, wenn man die Inhalte weiterverwendet. Gute Tatsache, ich weiß nicht, ob du was anderes siehst noch, aber ich sehe im Chat jetzt nicht mehr wahnsinnig viel. Das heißt, ich denke, es haben sich alle so einigermaßen eingeruckelt. Wer einen Circle haben wollte, hat einen bekommen. Da war ja durchaus noch ein bisschen Bewegung, sowohl in Discord als auch auf dem Pad. Und dann würde ich sagen, könnte man in die Inhalte der Woche 3 einsteigen. Ihr seht schon hier an dem Punkt 5, heute soll es hauptsächlich auch um die Grundlagen und die Cutters jetzt in der Woche 3 gehen. Und so ein paar Sachen haben wir aber noch vorneweg. Das hatte ich leider auch jetzt erst heute Morgen geschafft. Also der Punkt 2 hier, da springe ich mal drauf. Die Chats, ich weiß nicht, die werden ja immer relativ unübersichtlich dann am Ende von so einer Session. Ich hatte mir jetzt die Mühe gemacht, einfach die Chats nochmal durchzugucken. Von Woche 1 hatte ich es eh schon. Hier seht ihr das jetzt von Woche 2. Und das waren sozusagen alle Links, die dort im Chat gepostet worden sind, dass ihr die nochmal im Überblick habt. In den Folien ist das auch verlinkt. Und wie ihr da schon seht, Woche 3, 4, 5 würde ich das dann entsprechend machen. Da, wo irgendwie ein Name sichtbar war, habe ich das hier hinten versucht mit dran zu posten, allerdings nur mit dem Vornamen, weil ich nicht wusste, ob man da sozusagen vollständig sichtbar sein wollte. Dann bei vielen, die anonym oder halt ohne einen Teams-Login teilgenommen haben, gab es keinen Namen, da habe ich einfach anonym hingeschrieben. Also das wäre so der Ort, wenn ihr kompakt nochmal alle Links auf einen Blick haben wollt, dann könnt ihr das da sehen. Übrigens gar nicht immer, dass wir anonym teilnehmen, sondern ich nehme ja auch teil und trotzdem leitet er nicht immer meinen Namen durch. Ich weiß nicht, ob er das diesmal macht, aber damals habe ich nämlich gesehen, das war ein Link von mir, ist okay, aber es ist nicht immer, dass man anonym hier postet, sondern dass es halt einfach nicht durchgeleitet wird. Also der Beitrag bei uns in der Connect-Community, der steht auch auf Wiki-Modus. Das heißt, ihr habt hier unten einen Bearbeiten-Link. Falls da jemand einen Link von sich entdeckt und es steht anonym dahinter, könnt ihr da einfach bearbeiten und den ergänzen entsprechend. Also das ist auch partizipativ. Genau, und ich habe noch gesehen, Esther schreibt im Chat, findet es mühsam, dass man sich jedes Mal über Meetup den neuen Link runterladen muss. Wir hatten das eigentlich mit einer anderen Möglichkeit versucht, Esther, nämlich mit so einem Link, den wir über alle Termine hinweg verwenden und sind aber dann das letzte Mal an die Tausendergrenze von Teams gestoßen, sodass wir für jede Live-Session quasi einen eigenen Teams-Link verwenden müssen. Leider ist es so, aber wenn ihr euch einmal im meetup.com zu allen Terminen anmeldet, dann kriegt ihr auch immer die Erinnerungen und den Link dann entsprechend zu den Einwahldaten. Geht leider nicht anders von unserer Seite. Genau, was Ton angeht, ich sehe hier, bei manchen hat der Ton Hall, bei anderen ist er prima. Ich weiß nicht, Doris, hörst du Hall oder ist das was Singuläres?
Bei mir klingt super. Okay, perfekt. Gut, dann noch zwei Kleinigkeiten vorneweg. Mich hatten einige gefragt, weil in der MOOC-Infografik, da taucht bei den Begriffen, taucht die Kurzform REC auf und wir haben die nirgendwo aufgelöst. Das heißt, das wollte ich jetzt den Leuten, die das interessiert, damit ich nicht jede E-Mail einzeln beantworten muss, nochmal kurz zeigen. Ich habe hier die Wikipedia-Seite verlinkt, wo im Prinzip das aufgelöst wird. Also REC steht für Retrieval Augmented Generation. Und das ist im Prinzip der Ansatz bei einem großen Sprachmodell, dass man sozusagen das Wissen, was das Sprachmodell verwendet, nicht nur aus dem Sprachmodell selber zieht, sondern aus weiteren Quellen. Also zum Beispiel, wenn ihr einen Microsoft Copilot habt oder in ChatGPT ein Dokument hochladet, dann wird quasi der Inhalt dieser Quelle mitverwendet, um die Antwort zu generieren. Das Bild, was hier in der Wikipedia verlinkt wird, finde ich, ist so technisch natürlich nicht ganz detailliert, aber im Kern kann man daraus ganz gut sehen, wie das funktioniert. Das heißt, hier oben links, wenn ihr eine Frage quasi stellt an das LLM, wird die nicht direkt beantwortet, sondern es wird hier quasi ein Encoder verwendet, der eine Abfrage macht, meist in einer Vektordatenbank. Und der habt ihr vorher quasi eure Dokumente gegeben. Also zum Beispiel, mal ein Beispiel aus dem Unternehmen, jemand hat ein Personalhandbuch oder eine Reiserichtlinie oder eine Prozessbeschreibung. Dann kann ich quasi diese Prozessbeschreibung encodieren und das encodierte Ergebnis in so einer Vektordatenbank ablegen. Und das wird dann quasi dem LLM in dem Schritt hier als Kontext mitgegeben, um die Frage zu beantworten. Und aus der Frage, die ihr gestellt habt, plus der Instruktion, also wenn ihr so einen Instruktionstext verwendet, plus dem Kontext, der aus der Vektordatenbank kommt, daraus wird dann die Antwort des LLMs generiert. Also das heißt im Kern REC. Und wer das mal ausprobieren will, wir haben jetzt hier das auch hier verlinkt, für die LernOS Convention, da ist ja der MOOC quasi jetzt so eine kleine Vorbereitung dazu, einen Chatbot gebaut. Der ist hier verlinkt auf der Seite, LOSCON24 Chatbot. Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend als Hinweis. Seit unserem letzten Live-Session ist ja GPT-4o passiert. O für Omni, also es gibt ein neues Modell bei ChatGPT. Und was da gleichzeitig mitkommt, ist, dass ChatGPT auch die Custom-GPTs, mit denen man solche Racks bauen kann, frei sind für alle Nutzer. Also ihr braucht nicht mehr den GPT-Plus-Account, um das verwenden zu können, sondern jeder kann jetzt auch diese RECs oder Custom-GPTs verwenden. Und das heißt, wenn ihr auf den Link klickt, landet ihr hier bei unserem LOSCON24-Chatbot. Und wenn ich den jetzt mal frage, wann ist der KI, LernOS KI-MOOC meinetwegen, dann seht ihr in dem Text, wenn der jetzt antwortet, hoffentlich, Online-Suche beginnt. Ne? Also man merkt, dass er im Hintergrund jetzt anfängt, eine Webseite zu durchsuchen. Das heißt, das ist dieser untere Pfad da drin und schreibt jetzt hier, der LernOS KI-MOOC findet vom 6. Mai bis 21. Juni statt und gibt dann hier auch entsprechend die Quellen an zu Folien oder der entsprechenden Seite. Ne? Also das wäre genau ein sogenanntes REC-Pattern, wo man eben nicht nur mit dem Wissen innerhalb des Sprachmodells chattet sozusagen, sondern eben lokales Wissen aus Dokumenten oder Webseiten mit einbeziehen kann. Wen das interessiert, wie das funktioniert, ich breite es jetzt hier nicht in der Live-Session aus, weil ich weiß nicht, ob es alle interessiert, aber wenn da Interesse besteht, schreibt einfach auf Discord oder auf LinkedIn oder irgendwo und dann könnte man da auch mal eine eigene Session machen, dann kann ich mal zeigen, wie man sich das selber konfigurieren kann. Da gibt es eine Wortmeldung. Ja. Ja, vielen Dank, Klaus Eppinger. Eine Frage dieses REGs, wenn ich sowas nutze, inwieweit sind denn die Daten dann geschützt oder werden die dann praktisch frei verfügbar für den? Also in dem Moment, wo du das bei ChatGPT verwendest, veröffentlichst du sozusagen deine Daten in Richtung ChatGPT und dein Dokument landet auf dem Server von ChatGPT oder von OpenAI in dem Fall. Im Fall jetzt von unserem Chatbot ist das kein Problem, weil der nutzt ja eh nur Daten, die im Netz öffentlich als Webseite verfügbar sind. Wenn du das mit vertraulichen Geheimen, wie auch immer, Daten machen willst, muss man das natürlich mit anderen Anwendungen machen, ne? Nicht mit ChatGPT. Das heißt, viele Firmen fangen ja an, jetzt so Microsoft Copilot oder Azure AI Playground oder so Sachen einzusetzen. Da kann man natürlich über den Microsoft Graph dann solche Racks bauen. Ich mache sehr viel auch mit so lokalen KIs. Also ich nutze zum Beispiel bei mir
auf dem Rechner Jan oder GPT for All, ne, dem ich dann quasi Dokumente auf meinem Rechner geben kann als, und da ein Rack-Pattern mitbauen kann und dann verlässt der Inhalt sozusagen nicht meinen Rechner. Weil ich jetzt so aus, wenn ich Projektkommunikation habe, aus E-Mails oder Dokumenten, die mir ein Kunde schickt oder so, die darf ich natürlich nicht auf ChatGPT hochladen. Aber es ist eine wichtige Frage, wenn ihr das baut mit einem Custom-GPT bei ChatGPT, dann die Daten werden nicht öffentlich, es kann keiner das Dokument herunterladen, aber sie landen auf dem Server von OpenAI. Okay. Sehr schön. Genau, dann was Letztes noch, ich hoffe auch der Marcel ist... Stopp. Ja. Eine Sekunde noch, und zwar im Chat gibt es noch die Rückmeldung vom Jan, dass er sagt, er müsste sich mit ChatGPT Plus auf der LossCon-Seite anmelden. Kann das noch vielleicht jemand anders ausprobieren und bestätigen, dass man sich anmelden muss? Oder ist es so, wie es der Simon eben gesagt hat? Und vielleicht ist der Simon eben auch schon angemeldet, das weiß das Ding. Wiebke hier, ich habe es gerade ausprobiert. Also klar, man muss einen ChatGPT-Account haben, aber der kostenlose reicht und ich komme auf die Bots jetzt drauf, genau. Was ich vorher nicht konnte. Anmelden genau, so habe ich es auch verstanden. Natürlich. Super, danke genau. Für den Hinweis. Jan, ich hoffe, das kann das jetzt bei dir auch lösen, richtig? Genau, also danke. Man kann auf die Custom-GPTs nicht anonym zugreifen, das geht nicht. Man braucht einen ChatGPT-Account, aber bis vor ein paar Wochen war es so, dass man den ChatGPT Pro gebraucht hat für $20 im Monat, um auf die Custom-GPTs zuzugreifen und das dürfte jetzt eigentlich nicht mehr sein. Falls das bei jemand doch so ist, dann einfach nochmal bei mir melden, aber genau, so wie es gerade erklärt wurde, passt es. Dann kommt gleich noch vom Marc nachgefragt, kannst du bitte eine Session machen, wie man so ein lokales GPT aufbauen kann? Das können wir gerne. Ist das auch die Zusatzsession, die wir jetzt haben, oder passt das da nicht? Na, ich glaube, für die am Donnerstag passt es nicht, aber wir haben ja an dem Freitag, da komme ich dann später nochmal drauf, das ist dieser 7. Punkt hier in den Folien, an dem Freitag machen wir so eine Abschlusssession, die ist 14 bis 14 ist doof, 14 bis 14,45. Aber da ist bei uns hier so eine Veranstaltung, die heißt Knowledge Jam und die machen wir auch hybrid, wo man sich einwählen kann. Und da kann ich gerne so eine 45-Minuten-Session mal reinbauen, wo man es auf der einen Seite mal mit ChatGPT baut, dann vielleicht mit Azure OpenAI Playground für die Leute, die Office 365 nutzen und aber vielleicht auch mal mit einer lokalen KI. Ist vielleicht auch spannend, ne? Sowas wie LernOS KI-Leitfaden oder so, mal ein Rack zu bauen mit lokaler KI. Können wir gerne machen. Falls es passt bei dir, Marc, wäre dann der 21. Juni. Ich möchte es gerne mit aufnehmen. Genau, dann ein letzter Punkt noch in Richtung Vorankündigung und dann ist hoffentlich der Marcel da. Vielleicht kannst du dich kurz rühren, Marcel, wenn du da bist. Ja, ich habe es geschafft. Micha wollte excellent. Mich nicht. Excellent, genau. Alles dann gut. Halte dich schon mal bereit. Für die, die das noch nicht mitbekommen haben, wir machen ja jetzt diesen LernOS KI-MOOC im Vorfeld von der LernOS Community-Veranstaltung, der LernOS Convention. Die ist am 2. 3. Juli. Und da ist an dem 2. Juli von 17 bis 18 Uhr nach aktueller Planung gibt es sogenannte Lightning Talks. Lightning Talk ist so ein Blitzschlag, also 5 Minuten Kurzvortrag, wo wir immer so eine Staffel von 8, 9, 10 solcher Lightning Talks im Programm haben. Und wir haben die dieses Jahr mal reserviert und haben gesagt, wenn Leute aus dem MOOC auch zur LernOS Convention gehen und dort einen Erfahrungsbericht machen wollen in so einem Lightning Talk, dann haben die Leute Vorrang. Also das heißt theoretisch, wenn 10 Leute von euch aus dem MOOC sagen, wir wollen gerne so einen Lightning Talk machen, dann kommt ihr alle ins Programm. Und die Idee ist, dass wir sozusagen da nochmal so einen Punkt haben, wo wir alle Erfahrungen aus dem MOOC in so Lightning Talks zusammentragen. Die werden auch aufgezeichnet, kommen auf YouTube. Und bis Freitag, also wer das vorhat, entweder einzeln, also ihr könnt gerne einen einzelnen Lightning Talk einreichen, ihr könnt ihn aber auch als Lerntandem oder als Circle einreichen, also könnt ihr es mit mehreren Personen machen. Ihr habt die Möglichkeit für diese 5 Minuten, das ist ja sehr kurz, wenn ihr wollt, so einen kleinen Foliensatz zu machen, den braucht man einen Tag vorher, wenn ihr das macht. Und bis Freitag, 7.6. wäre es aber gut, wenn ihr das einreicht, weil wir dann am Montag drauf alle anderen angemeldeten Teilnehmerinnen von der LernOS Convention aufrufen, quasi die verbleibenden Lücken im Programm zu füllen. Hier unter dem Call for Participation Link findet ihr die Einreichung. Da klickt man hier auf zur Einreichung, wählt hier den Lightning Talk aus und kann dann quasi so ein bisschen kurz beschreiben, worum es im Lightning Talk geht. Vielleicht welcher Circle den Lightning Talk macht und irgendwie einen catchy Titel dazu vergeben.
So, dann springe ich hier raus. Dann sind wir auch mit den Vorankündigungen schon am Ende. Das kam das letzte Mal im Chat, haben wir gelesen. Die Kritik geht es dann auch um Inhalte. Und deswegen, leider war es Marcel letztes Mal nicht reingekommen wegen unserer Teams-Problematik. Aber dieses Mal ist das nicht der Fall. Das heißt, der Marcel ist da. Und ich weiß nicht, ob ich auf die Inhalte springen soll oder ob du selber den Bildschirm teilst und uns ein bisschen durchführst, dass wir uns mal anschauen, was sind denn die Grundlagen und Katas der Woche 3, die jetzt anstehen. Ja, ich würde es vielleicht ganz so machen, dass du es teilst und ich ein bisschen beschreibe, wenn es okay ist. Genau, also und, ich habe hier schon die Links, sag mir einfach, wo ich hin soll und ich bin deine Maus. Vielen Dank. Auf jeden Fall danke auch an Florian, der mich reingelotst hat, weil Meetup wollte mich nicht und deswegen habe ich den Link nicht bekommen. Aber jetzt hat es geklappt, wunderbar. Und Simon hat mich gebeten, ein bisschen einen Überblick zu geben über eure Woche 3. Bei uns intern sind die alle in Woche 4, aber tatsächlich auch erst bei Kata 4 gelandet. Die meisten, die gehen jetzt in Kata 5 über. Ihr seid ja schneller unterwegs und das finde ich auch super. Dann können wir auch von euch ein bisschen lernen gleich, ob das alles gut klappt. Insofern, ich soll euch vorstellen die Kata 6 bis 9 heute und die zugehörigen Kapitel dazu. Insbesondere Kapitel KI und maschinelles Lernen, das kommt dann in Richtung Kata 7, aber ich glaube, wir fangen mal an mit Vertiefung deines Lernziels. Ne? Da würden wir zuerst reinschauen. Das ist im Prinzip der Übergang von den Anwendungsfeldern am eigenen Arbeitsplatz, die man ja so ein bisschen kennengelernt hat, wo man so eine Tool-Übersicht und so ein bisschen den Big Picture bekommen hat, was es da draußen alles schon so gibt. Natürlich ist das auch schon wieder ein paar Wochen alt. Da kam dann noch Sora um die Ecke und was nicht alles. Aber wir haben da eine sehr schöne Übersicht. Das hat Doris auch mitgebastelt von den Tools und von den verschiedenen Arten, ob Video, Text oder Audio oder Bildgenerierung. Das habt ihr in Kata 5 euch mit Sicherheit genauer angeschaut alles. Und jetzt geht es darum, dass wir uns wieder so ein bisschen rückbeziehen auf das, was wir vielleicht am Anfang uns überlegt haben, so ein erstes Lernziel, so ein erstes Gedankengut für einen Blogpost oder einen Beitrag. Und das soll hier vertieft werden. Also, dass wir nicht nur in die KI reinspringen, sondern dass wir auch überlegen uns, was ist dazu passend fachlich an Inhalt wichtig und wie können wir Beiträge mit der KI erzeugen. Und dazu gibt es so ein paar Orientierungsfragen, Hilfestellungen, einen ersten Versuch auch zur Umsetzung, so einen Blogbeitrag oder so ein Lernprojekt als Idee tiefer anzugehen. Also so ein bisschen eine Zwischenreflexion zwischen den vielen Anwendungsfeldern, die ihr kennengelernt habt und der Zusammenarbeit, die dann in Kata 7 kommt. Genau, da haben wir jetzt auch nicht ein Hintergrundkapitel oder ein Grundlagenkapitel dazu, sondern das soll tatsächlich praktische Arbeit an euren Beispielen sein und ihr vertieft die dann in eurem Circle. Also jetzt stellt ihr euch gegenseitig vor und zeigt mal, wo ihr steht. Da könntest du vielleicht kurz noch einen Satz dazu sagen, weil wir ja ganz am Anfang, als wir den Lernpfad gebaut haben, erstmal auf so ein oder mehrere Weblog-Beiträge fokussiert hatten, also dass so irgendein Output aus der Interaktion mit der KI auch sichtbar wird. Später habt ihr das dann ergänzt mit dein persönliches Lernprojekt. Also was sind in der Kata sozusagen die Artefakte, die man erzeugen soll und warum ist es vielleicht auch wichtig, dass die irgendwo, sei es in dem Intranet oder gar im Internet, gepostet werden? Also bei uns ist es so, dass wir dann natürlich überlegen, was dürfen wir wie veröffentlichen auch. Deswegen ja auch am Anfang die Awareness, ne, Bewusstsein schaffen dafür. Und wir haben aber gesagt, auf jeden Fall ist es wichtig, dass bei so einem Lernpfad auch konkrete Materialien, Ideen, Inhalte entstehen können. Und deswegen die Idee, dass man das Ganze entweder als einen Beitrag oder mehrere Beiträge, eine Beitragsserie erzeugt, die man durch den Leitfaden hindurch weiter aufbauen kann. Oder dass man sich auch ein kleines Projekt vornimmt. Ne? Ganz gezielt mit anderen Kollegen und Kolleginnen sagt, okay, wir wollen uns mit dem Thema tiefergehend beschäftigen und da fräsen wir uns jetzt mal richtig rein über die Lernreise hinweg. Deswegen haben wir gedacht, genau zur Hälfte ist es ganz wichtig, das zu vertiefen und da auch voranzugehen. Sehr gut. Und deswegen, Lernprojekt oder Weblog-Beitrag, je nachdem, was geht. So ein bisschen die E-Portfolio-Idee, dass man auch irgendwas Greifbares hat. Ne? Und da hat man, glaube ich, in der ersten Session gesagt, nicht nur rumchattet mit dem Ding, sondern irgendwie mal was von A nach B durchzieht, weil wir haben es beim Corporate Learning Community Promptathon gemerkt, das ist schon was anderes, ob ich sozusagen eine Aufgabe mal von vorne nach hinten durchziehe und da steckt dann wirklich der Teufel im Detail. Ne? Und darum geht es eigentlich hier und idealerweise das auch sichtbar machen, sodass alle anderen davon profitieren können. Ganz genau. In dem Moment,
wo ich es öffentlich mache oder in irgendeiner Form zusammenfasse, findet ja auch nochmal ein Lernen statt. Und gerade jetzt, denke ich, bei unserem wahnsinnig kurzen Durchlaufen ist es vielleicht gar nicht zu unterschätzen, tatsächlich in irgendeiner Form das zu verschriftlichen, dass man tatsächlich nochmal resümiert. Was habe ich jetzt gerade gelernt? Was habe ich eigentlich gemacht? Weil es ist natürlich schon ein guter Takt, den wir hier haben. Genau. Ja. Sehr gut. Und da war auch die Idee, dass man das natürlich auch dokumentieren kann. Ne? Man kann so einen Beitrag erstellen, man kann aber auch sagen, und das war meine Prompting-Hinleitung dazu. Und was sagen die anderen dazu? Ne? War das gut? War der Kontext ausreichend? War die Persona richtig? Hätte ich es anders prompten sollen? Sich das gegenseitig vorzustellen, ist ganz wichtig. Genau. Und dann geht es schon tiefer rein in die Zusammenarbeit mit der KI. Da haben wir eben das erste Mal auch das Grundlagenkapitel Prompts erstellen. Also es ist eine Guideline, die insbesondere auch Simon von Datev gebastelt hat im Zusammenspiel mit uns. Wir haben das gereviewt, aber er war da schon der Taktgeber für uns. Genau, hier seht ihr das Kapitel, fängt eben an, was ist eigentlich ein Prompt und warum nennen wir das so? Warum nennt sich das dann Prompt Engineering? Und wie können wir uns schrittweise gutem Prompting annähern? Ne? Also was sind so Hinweise für und Beispiele, wie man da vorangehen kann, um sein Prompting auch zu verbessern und auch verschiedene, ich sage mal so, Methoden anzuwenden, ne? Vom Chain of Thought Prompting bis hin zum Few Shot Prompting. Das klingt alles ein bisschen fachspezifisch gerade, aber wenn ihr euch diesen kleinen Guide hier anschaut, der ist gar nicht so lang, dann werdet ihr hinterher verstehen, von was ich gerade gesprochen habe, und der ist sehr zu empfehlen, um in Kata 7 dann auch tiefer einzusteigen und richtig in eine Zusammenarbeit zu kommen, auch mit der KI. Also nicht nur ein Dialog, das war ja die Anfangskata, sondern tatsächlich auch in die Zusammenarbeit und das fortschreitende Verbessern des Promptings voranzukommen. Vielleicht noch ein Satz zu Prompting. Also wenn ihr das tatsächlich bis ganz nach unten lest, dann sieht man dort so einen kleinen Hinweis, dass vielleicht in Zukunft Prompt Engineering an Bedeutung verlieren wird, weil immer mehr Intelligenz, wie es von dem, was ihr eingibt, zu einem guten Prompt wird, auch in die Tools eingebaut wird. Also ich glaube, wir sind so über die Phase hinaus, wo man gesagt hat, Prompt Engineering wird der nächste heiße Beruf, den man erlernen muss. Aber ich finde es trotzdem spannend, mal sich anzuschauen, das hier oben ein bisschen versteckt im Text, Prompt Engineering im OpenAI Cookbook. Also was macht eigentlich so ein Tool wie ChatGPT mit dem, was ihr da eingibt, weil man dann eben Verständnis bekommt, wie muss ich mein Prompt gestalten. Und die Idee von hier unten ist, dass ihr euch sozusagen mal so eine Art Template, ein Blueprint für einen Prompt macht, den man dann vielleicht per Copy und Paste auch überall wieder verwenden kann. Weil so die klassischen Tools, meist steht da so drinnen, you're a helpful assistant oder so, was erstmal sehr einfach gestrickt ist als Prompt. Sobald ihr euch klar werdet, was muss eigentlich das Briefing sein der KI als Werkstudent, Werkstudentin sozusagen, kann man sich diesen Basisprompt per Copy und Paste immer wieder in die einzelnen Chats reinkopieren. Ja, ich habe auch gestern erst gelesen und auch gelernt auf LinkedIn zufällig von der Anna, glaube ich, die ja sehr tief da schon im Prompting drin ist. Sie hat sich am Anfang so eine riesige Prompt-Bibliothek aufgebaut mit 500 verschiedenen Prompts. Und irgendwann hat sie gemerkt, das hilft mir gar nicht mehr. Ich brauche gar nicht immer die ganzen Prompts rausziehen, sondern ich muss nur wissen, wie ich das Prompting in den Methoden immer mehr für mich verfeinern kann. Und dann kann ich immer wieder neu starten und auch überlegen, ja, jetzt würde die Methode besser passen oder das, die Prompting-Technik. Also ich glaube, in die Richtung geht es auch, dass man gar nicht so sehr engineert, sondern sich überlegt, was habe ich denn eigentlich beim letzten Mal dann ganz gut hinbekommen und aus welcher Schublade müsste ich jetzt diese Prompting-Technik wieder rausziehen. Ne? Ja. Genau, und man kann natürlich sowas machen, wie die KI zu nutzen, um sich den Prompt auch mitgenerieren zu lassen. Ne? Also beim Promptathon zum Beispiel waren Leute dabei, die haben so gesagt, du hast die und die Aufgabe, und die erste Frage an die KI war, welche Professoren, welche Expertise braucht man eigentlich, um diese Aufgabe zu lösen? Und dann kam quasi eine Liste der Jobs oder Berufe oder Expertisen, die man braucht. Und das Systemprompt war dann, du bist ein studierter Physiker, Physikerin, Materialwissenschaftlerin, Ärztin und so weiter. Also man kann quasi die KI in eine Rolle versetzen, dass sie so viel Expertise in sich vereint, wie ich in einem Mensch gar nicht haben könnte. Und mit so einem Basisprompt starte ich dann eine Anfrage, die dann natürlich viel, viel besser wird als mit You're a Helpful Assistant. Also das fände ich ganz cool, wenn wir jetzt über die Woche sozusagen auch viele Leute so ihre Prompts ein bisschen teilen, weil man kann da doch relativ viel voneinander lernen auch. Ganz genau. Ja, das ist so das Thema Zusammenarbeit mit KI. Da also reinzukommen mit der KI, die mehr und mehr auch als
Austauschpartner und Teamplayer zu verstehen. Und dann geht es tatsächlich nach Kata 4 hatten wir die erste Reflexion und jetzt kommt dann die Kata 8, die zweite Reflexion der Lernergebnisse. Da sollt ihr euch gegenseitig tatsächlich das auch mal vorstellen, was ihr da an ersten Beiträgen und Prompting-Techniken gelernt habt und euch auch überlegen, was waren da eben die Herausforderungen, was hat gut funktioniert oder wo gab es auch tatsächlich so Aha-Momente, Highlights und das gerne mit der Gruppe auch mal zu teilen und da auch das Wissen dann zu transferieren, ne? Dass man gegenseitig voneinander lernt und auch versteht, wie man das weiter verbessern kann. Also ein bisschen eine Durchatmen-Woche, die Kata 8 oder eine Durchatmen-Kata, wo man tatsächlich nochmal in Medias Res geht und reflektiert. Genau, und dann kommt eigentlich die, ja, ich denke mal so die, vielleicht nicht die lustigste, aber die spannendste Woche im Hinblick darauf, dass wir auch mal ausprobieren, wie wir KI zum Halluzinieren bringen können. Also tatsächlich kommt es ja auch vor, dass uns die KI, wenn sie nicht so richtig weiß, was sie antworten soll, uns dann irgendwas vorschlägt, was es vielleicht gar nicht gibt oder wo sie sagt, okay, ja, probier das mal aus und das gibt es gar nicht oder ein Restaurant vorschlägt bei einem Reiseort und dann kommst du da hin und da ist gar kein Restaurant. Also solche Geschichten könnte es da geben. Und diese Kata hilft euch da gezielt mal die KI dorthin zu bringen, zu trainieren quasi, dass sie euch etwas vorhalluziniert. Und das mal auszuprobieren und zu verstehen, warum das so kommt und warum das vielleicht auch passiert, das ist die Aufgabe dieser Kata, das euch gemeinsam anzuschauen. Ja. Genau, also hier ist es am Beispiel von einem Newsartikel gemacht. Man kann das auch machen, wenn man jetzt eine Person ist, die nicht eine ausführliche Wikipedia-Seite zum Beispiel hat, mit dem eigenen Namen der KI die Aufgabe zu geben, mal einen Lebenslauf zu erstellen für einen selber als Person. Und man kriegt dann perfekt aussehenden Lebenslauf, der aber in der Regel überhaupt nichts mit dem eigenen Lebenslauf zu tun hatte. Ne? Außer ihr seid eine Celebrity, wo halt das sehr, sehr stark dokumentiert ist im Netz und dann auch in den Trainingsdaten des Sprachmodells entsprechend drin gesteckt war. Falls es zufällig Leute gibt, die Phobis benutzen, da gibt es ja schon die vorkonfigurierten Experten und Expertinnen, wie zum Beispiel auch Einstein. Und ich habe von einem Lehrer gehört, der sagt, er lässt seine Schülerinnen immer mit Einstein in einen Chat-Dialog gehen und sie sollen ihn so weit bringen, dass er leugnet, die Relativitätstheorie aufgeschrieben zu haben. Also auch das ist möglich, weil sie weiß nicht, was wahr ist, die KI. Sehr gute Sache, ja. Sehr gut, genau. Dann haben wir die Katas für die Woche. Prompts erstellen, das Grundlagenkapitel hat man schon kurz besprochen. Ich springe nochmal geschwind auf das Kapitel KI und maschinelles Lernen. Das ist auch referenziert. Das ist jetzt für die Katas nicht wichtig, dass ihr das verstanden habt. Das ist eher so für den Hintergrund gedacht. Ne, da ist nochmal ein bisschen aufgedröselt die Entstehungsgeschichte. Wir haben versucht, das grafisch darzustellen, also vom Aufkommen des Begriffs Künstliche Intelligenz bis zu eben den Sprachmodellen. Oder, das kam ja auch, einer hat in die Kommentare geschrieben, die ganzen Übungen zielen noch sehr stark auf Text-KI ab. Das stimmt, das nehmen wir auch auf für die nächste Version des Leitfadens. Hier an der Grafik kann man es schon sehen, diese generative KI teilt sich natürlich auf der einen Seite in die Sprachmodelle, auf der anderen Seite in die Diffusionsmodelle für Grafik. Jetzt mittlerweile gibt es, glaube ich, auch die Abkürzung MLLM, also Multimodal Large Language Model, nur für diese ganzen Modelle, die jetzt eben Text, Audio, Video, Bild sowohl als Input als auch als Output verwenden können. Das sind unten auch nochmal Meilensteine ein bisschen aufgelistet. Wir haben versucht, dort überall auch die Wikipedia-Seiten zu verlinken. Da hat jemand unten in die Kommentare geschrieben, so ist es auch gedacht. Also wenn ihr Feedback habt zu den Kapiteln, nutzt ihr gern intensiv die Kommentarfunktion. Jemand reingeschrieben, dass irgendwie generative Werkzeuge schon im 19. Jahrhundert erfunden worden sind. Ich erinnere mich, Doris, die Diskussion hatten wir auch mal in dem Kapitelteam. Also das stimmt natürlich. Wir haben hier versucht, oben die Meilensteine, die so, wo es in die Öffentlichkeit, ins Bewusstsein vieler Leute gekommen ist. Also sowas wie Watson gewinnt bei Jeopardy zum Beispiel. Oder wenn es jetzt um Large Language Models geht, eben 2017, wo das Paper zu Transformer-Architekturen vorgestellt worden ist. Also so ein bisschen das an so sichtbaren Meilensteinen festzumachen. Aber das wäre schön, wenn ihr Feedback habt, sowohl kleine Sachen, irgendwie Rechtschreibfehler, aber auch größere Sachen sind vergessen, sind nicht gut erklärt. Nutzt da gern die Kommentarfunktion dafür.
Ja, Marcel, hast du sonst noch was zum? Ja. Gibt es uns noch eine Frage zu unseren Kapiteln, und zwar vom Andreas, der fragt, ob wir Erfahrung haben mit Prompt-Generatoren. Gute Frage, ich nicht, aber wenn jemand hat, gerne melden. Marcel, hast du da irgendwas mit ausprobiert, Prompt-Generatoren? Also ich habe mir Prompt-Bibliotheken angeschaut. Ja. Und das fand ich schon ganz interessant, ganz vor allen Dingen am Anfang, ne, dass man halt in der Prompt-Bibliothek sich dann eben anschaut, was passiert dann, und daraus Ableitungen macht. Ja. Aber jetzt ja. Prompt-Generatoren kenne ich jetzt, also bei mir würde ich jetzt an zum Beispiel Adobe Firefly denken. Wenn ich da einen Prompt eingebe, was für ein Bild ich gerne gestaltet hätte, dann schlägt mir diese Anwendung vor, ich könnte den Prompt jetzt hier nochmal tunen. Na, also das ist natürlich auch so eine Art von Prompt-Programm, also wo das interaktiv passiert, aber ich wüsste jetzt nicht genau, was er mit Prompt-Generatoren an der Stelle meinen könnte, was wir genutzt hätten. Es gibt so Webseiten, die bieten einem so eine Art Formular, wo man sagt, was man will, und dann wird einem da draußen Prompt generiert. Das habe ich schon mal gesehen, aber wie gesagt, noch nicht genutzt. Falls jemand sowas genutzt hat mit guten Erfahrungen, können wir auch in den Knowledge-Jam-Termin gerne eine Session noch mit reinnehmen. Wir hatten bei mir im Learning Circle, wir prompten ja mit Stable Diffusion für Bilder. Ne, und da gibt es zum Beispiel von Stable Diffusion selber eine sogenannte Prompt-Datenbank, wie man hier oben sieht. Das sieht so ein bisschen aus wie Instagram. Ne, und das funktioniert so, dass wenn ich jetzt ein Bild gefunden habe, was so in die Richtung geht, wie mich, was ich auch machen will, dann kann ich hier draufklicken und kriege quasi die ganzen Prompt-Parameter. Ne? Also mit welchem Positiv-Prompt, Negativ-Prompt, Seitenverhältnisse, Seeds und so weiter sind die Bilder generiert. Und das finde ich ganz interessant, um so ein bisschen den eigenen Prompting-Stil zu finden und zu sehen, was kommt da hinten raus. Ne, wovon ich, glaube ich, abraten würde, es gibt ja irgendwie kein Hype-Thema, womit nicht jemand versucht, Geld zu verdienen. Es gibt auch so Prompt-Bibliotheken, wo man sich für $2, $3, $4 Prompts kaufen kann, die angeblich das Beste sind nach frisch geschnittenem Brot. Ich glaube, über die Zeit sind wir ein bisschen raus. Es gibt ganz viele offene Quellen für Prompting und auch Schemata, wo man sich Prompts erstellen kann. Ich würde sagen, man muss sich keine Prompts mehr für Geld kaufen. Aber auch da, wenn jemand andere Erfahrungen hat und sagt, das waren die besten, bestinvestiertesten $4, die ich jemals ausgegeben habe, dann könnt ihr das natürlich auch gerne entweder hier posten oder dann halt später beitragen. Genau, der Thomas hat die Hand oben. Thomas? Ja. Ja, jetzt hört er mich, oder? Ja. Okay, also jede KI, also die Large Language Model, generiert einem auch den Prompt, wenn man nicht danach fragt. Stimmt, ja. Die KI sich selber prompten lassen, sozusagen, ja. Richtig. Und die Wiebke sagt noch, dass bei Leonardo auch zu jedem öffentlichen Bild der Prompt angeliefert wird. Und ich glaube, das ist auch bei Canva so. Da sieht man auch den Prompt von den Bildern, wenn die erzeugt worden sind. Also ich habe schon an vielen Stellen gesehen, dass man ein Bild nimmt und dann steht der Prompt auch schon dabei. Ja. Das ist auch bei vielen Firmen jetzt intern, was da gemacht wird, ist, dass man so ein Tool nimmt wie Microsoft Lists oder so und sich einfach auch für intern so eine Prompt-Bibliothek aufbauen lässt. Ne, und dann sagt mit so 5-Sterne-Bewertungen und Kommentierungen, teilt man sehr schnell das Wissen, was gute Prompts sind. Ne, weil so ein bisschen ist das Problem, jeder promptet natürlich für sich und erstmal kann ich nicht in die Prompts von Doris reinschauen und umgekehrt. Und dann ist so eine Prompt-Bibliothek oder auch ganz einfach eine OneNote-Seite oder Obsidian-Seite, wo man so Prompts mal shared, etwas, wo man halt sehr viel schneller voneinander dann lernen kann. Das ist, denke ich, immer sinnvoll, wenn man ganz spezifische Zielgruppen anspricht und da halt sozusagen Personas schon kreiert hat und wenn man die gut geskriptet hat, also dass man das gut in so einem Prompt drin hat, wer die Menschen sind, für die ein Text oder ein Bild gemacht wird, dann ist natürlich super klar logisch, dass man das am besten miteinander teilt. Ja. Sharing is caring. So ist es. Perfekt. Marcel, hast du noch irgendwas zu sagen zu dem Lernpfad? Nein, das wäre es erstmal von meiner Seite. Und ja, wünsche euch erstmal viel Spaß mit den nächsten Katas. Exzellent. Danke dir fürs Vorstellen. Gruß an den Rest vom Lernpfad-Team. Boris hatte geklatscht oder die geklatscht. Das war der typische Hand hoch ist neben dem Klatscher-Problem. So, dann waren wir 2 Minuten schneller als geplant. Ich frage mal den Florian an, weil der Florian wird uns gleich noch was erzählen zu dem Hands-on-KI-Training, was diese Woche stattfinden wird, am Donnerstag. Kommen wir gleich dazu. Ich ziehe mal den Punkt
7 vor, bis der Florian da ist. Ich hatte das schon erwähnt. Wir machen am 21. Juni so eine Abschlusssession zum MOOC. Die hat mittlerweile auch eine eigene Seite auf meetup.com. Also wer bei der Abschlusssession dabei sein will, der kann sich hier anmelden, hat auch einen eigenen Teams-Link. Alle, die gern einen Badge hätten zum MOOC, also so ein Open Badge als Teilnahmebestätigung, die sollten hier reinkommen, weil da gibt es eine kleine Aufgabe zu lösen und auf der Basis kriegt ihr dann den Badge zugestellt. Also das als Hinweis, da nochmal einzeln anmelden. Das wäre jetzt eine 6. Session in dem MOOC. Und das hatte ich auch schon erwähnt, wie gesagt, im Chat habe ich schon gesehen, 14 bis 14 Uhr ist ein bisschen kurz. Also die Abschluss-Live-Session für alle, die online teilnehmen wollen, die sich hier anmelden, ist 14 bis 14.45 Uhr. Also das hier ist falsch. Gleichzeitig machen wir an dem Tag von 10 bis 16 Uhr bei uns hier in der Akademie in Nürnberg, stimmt, 10 bis 16 Uhr, ja, genau, eine Knowledge-Jam, also einfach so eine Zusammenkunft, wo man nochmal so ein kleines Session-Raster machen, wo man sich austauschen kann. Wenn ihr hier in der Region seid, könnt ihr euch da mit eurem Circle treffen. Ich würde da ein Session-Angebot reinnehmen, jetzt zu dem Rack-Pattern zum Beispiel, Teams-Einwahl-Link bereitstellen. Na, und falls ihr daran teilnehmen wolltet, dann könnt ihr dem Link einfach folgen und dann klickt ihr hier einmal bei der Abstimmung auf Teilnahme. Also das ist so ganz informell, nur damit wir grob abschätzen können, wie viele Leute hier vor Ort sind. Na, ihr seht, 7 sind wir bisher, 30 maximal passen hier rein in die Räume, die wir dafür vorgesehen haben. Dann könntet ihr hier vorbeikommen und wir werden natürlich dann die Abschluss-Live-Session 14 Uhr dann hier gemeinsam machen und gemeinsam daran teilnehmen. Genau, so, also dann mache ich das mal zu und dann schauen wir mal, hat jemand schon den Florian entdeckt? Hier gab es ansonsten, ich kann die Teilnehmenden nicht sehen, hier kam ansonsten von Frank noch die Frage, können wir einen Chatstorm zu dem Thema, welche Apps habt ihr schon genutzt, machen? Was ist denn ein Chatstorm, Frank? Ich fürchte, das ist so, schreib jetzt deine App in den Chat und dann rutscht das Ding. Ja, genau. Also schreib die Apps, die du genutzt hast, in den Chat, dann wüssten wir, wen wir gegebenenfalls auch mal fragen können. Genau, also wir brauchen den Chat jetzt für nichts Systematisches mehr. Ihr könnt es ab jetzt machen. Ihr macht mir damit ein bisschen mehr Arbeit, die Linksammlung hinterher rauszufischen, aber das nehme ich gerne auf mich. Also schreibt da gerne. Ja, alternativ könnten wir auch im Moodle oder sonst was sehen, dass man einfach sieht, wie ist die Verteilung. Aber da würde man wiederum verlieren, wer hat was wo gemacht. Es kann ja einfach jetzt jeder seine Top 3 Chats komma separiert da reinschmeißen und ich werte es hinterher aus. Das können wir gerne machen. Danke. Genau, und dann habe ich im Chat gesehen, der Florian schreibt, er ist da, das ist perfekt. Du hörst uns auch und wir hören dich. Sehr schön. Sehr schön. Genau, ich würde ganz kurz hier einmal drauf klicken. Wir haben ja diese Woche, hat man ja schon mal gesagt, am Donnerstag, 6. Juni, von 15 bis 16 Uhr das Hands-on-KI-Training, was Florian anbietet. Da wird er auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen, wie das abläuft. Das ist optional, also das ist was, wo ihr nochmal tiefer ins Prompten reingehen könnt, geguided mit der Plattform MyGPT. Wer da mitmachen will, das ist auch ein eigener Teams-Link, also auch da müsstet ihr euch einmal anmelden. Florian wird vielleicht gleich noch was dazu sagen, wie viele Leute maximal da reinpassen dann. Aktuell sind es 173, die sich da angemeldet haben. Aber jetzt Florian, wenn du magst, erzähl noch was und oder du kannst auch gerne was zeigen, kannst gerne den Screenshare übernehmen, wenn du was vorführen willst. Gerne. Ja, also ich freue mich riesig auf unsere Session am Donnerstag. Wir haben bereits schon häufiger so, sag ich mal, große Hands-on-KI-Trainings gegeben, aber das ist jetzt mit Abstand die größte Session, die wir machen werden. Der Hintergrund ist, dass wir eine interaktive Lernplattform entwickelt haben, wo alle Teilnehmer während dem Workshop hands-on das Prompten üben können. Kann ich das mal kurz hier zeigen, dass das einfach gleich verständlicher wird. Wir machen also am Anfang nochmal so ein bisschen Prompting-Tipps und Tricks für den Business-Alltag, wo man nochmal ganz konkret erfährt, was da quasi wichtig ist. Und dann gehen wir während der Session in die Academy rein und haben dann eben hier die Möglichkeit, euch diverse Aufgaben zu geben. Wir sehen dann quasi hier die Aufgabenstellungen. Man kann dann quasi direkt auf der Plattform mit ChatGPT schreiben und bekommt es dann auch noch validiert, ob man das dann quasi richtig gemacht hat oder nicht. Und da gehen wir quasi durch verschiedene Basics, advanced Themen durch und dann vor allem auch durch konkrete Use Cases. Das heißt, wir haben Vertrieb, Einkauf, Marketing, Projektmanagement und so weiter und so fort überall Kurse entwickelt,
wo man ganz konkret quasi die Aufgaben aus diesem Bereich dann löst und dann eben sogar so einen KI-Coach mit dabei hat, der dann nochmal konkret Feedback geben kann, sagen kann, hey, versuch doch hier mal deine Prompt noch so und so besser zu machen. Genau, wir haben extra für euch nochmal unser ganzes Kursangebot nochmal überarbeitet. Das heißt, ich freue mich dann auch sehr auf euer Feedback dann dazu. Und ja, es sind 2 Stunden, die wir jetzt eingeplant haben. Ich glaube, 2 sehr intensive, nachhaltige Stunden, wo ihr ganz viel konkret mitnehmen könnt und hoffentlich auch für uns dann einiges an Feedback dann bei rumkommt. Genau, nachdem wir hier so viele tolle Lernexperten auch mit dabei haben, bin ich da besonders gespannt, was ihr dann von diesem Lernkonzept dann haltet. Genau, sehr, sehr cool, dass ihr das anbietet. Super, danke an euch. Im Chat kam die Frage, ob das auch aufgezeichnet wird. Nee, das werden wir nicht aufzeichnen, weil das interaktiv ist und dann auch in so einzelne Gruppen auseinandergeht. Also das würde wenig Sinn machen, das aufzuzeichnen. Wer da dabei sein will, muss live and alive sich einklinken. Aber genau. Es wäre natürlich schön, wenn im Anschluss jemand darüber bloggt, weil dann haben die anderen eine Chance, über euren Blogbeitrag zu erfahren, was ihr Schönes gelernt habt. Die Doris, die bringt es auf den Punkt. Genau so ist es. Sehr schön. Habt ihr ein paar Minuten, haben wir ja noch? Habt ihr irgendwie Fragen an den Florian? Falls ja. Genau, man braucht keinen Account. Das ganze Teil ist so gebaut, dass man sich direkt einloggen kann ohne Probleme. Genau, wir bieten ab und zu diese Sessions auch online gratis an. Für euch haben wir quasi extra die große Session gemacht. Gratis ist häufig nur die einstündige Session, die wir machen. Und tatsächlich ist heute im Anschluss um 15 Uhr auch noch eine. Ansonsten machen wir die so alle 2-3 Wochen. Also wer möchte, kann man einfach da nochmal eine Nachricht schreiben oder sich auf LinkedIn melden oder irgendwie sowas. Dann kann ich euch dort nochmal den Link dazu schicken, für wenn jetzt jemand interessiert ist, das mal zu erfahren und am Donnerstag quasi nicht kann. Genau, der Philipp hat im Chat schon geschrieben, ist leider nicht mit der Arbeitszeit vereinbar. Man könnte ja dem Chef mal sagen, Arbeitszeit ist Lernzeit und umgekehrt. Aber falls nicht, ich weiß nicht, auf der Seite meingpt.com oder wo würde man mitbekommen, wann eure Sessions sind? Dir folgen auf LinkedIn? Genau, also wenn man mir folgt auf LinkedIn, dann auf jeden Fall. Ich teile dort noch einmal den Kurs für später. Genau, ansonsten kann man hier, eine Sekunde, das hier ist unser Eventkalender. Wenn man den abonniert, dann kriegt man quasi auch immer mit, wenn eine neue Gratis-Session da rauskommt. Sehr gut. Okay, ja, dann danke dir nochmal, Doris. Mein Zettel ist abgearbeitet. Hast du noch irgendwas für diese Woche? Oder können wir den Leuten 14 Minuten Lernzeit schenken? Wir können Ihnen Lernzeit schenken. Ich könnte noch ein Angebot machen. Und zwar haben wir nämlich festgestellt, dass wir uns selber immer mal so vertiefen. Und dann ist es so schwer, sich selber wieder rauszuziehen aus dem sogenannten Rabbit Hole. Und wir haben uns extra deswegen im Team verabredet und sind dann jedes Mal in so tief eingetaucht in die Themen, die wir hatten und dann auch wieder aufgetaucht. Also das kann ich euch auch empfehlen. Verabredet euch einfach im Tandem zu dritt und geht gemeinsam auf Tauchstation, dann habt ihr auch wieder die Chance, herausgezogen zu werden, wenn ihr euch in irgendeinem Tool verliert. Sehr schön. Alles klar, dann würde ich sagen, mit voller Energie in die Woche 3. Viel Spaß beim Lernen. Helft euch gegenseitig, veröffentlicht euer Gelerntes, dass andere davon profitieren können. Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche Montag bei der nächsten Live-Session. Dran denken, ist ein eigener Meetup-Termin mit eigenem Teams-Link, sagt es in den Zirkeln rum. Bis dann, macht's gut. Ciao. Vielen Dank, gleichfalls. Ciao. Genau, ciao. Leonie, falls du noch was sagen willst, ich sehe die Hand oben, dann melde dich gern. Ciao, ciao. Ciao. Halte mal die Aufzeichnung an. Tschüss.